Guten Tag, Herr, Herrin. Wir sind Gäste von Herrin Ingrid Wegelgut. Die Einladung, bitte. Alles in Ordnung. Ihr findet die Herrin Wegelgut im Hof des Anwesens. Sucht nach einer Papageienmaske. Eins noch. Lasst bitte eure Schwerter hier. Das muss wohl ein Irrtum sein. Du weißt, warum wir hier sind, oder? Natürlich. Aber ich habe den Auftrag, dafür zu sorgen, dass die Gäste das Anwesen unbewaffnet betreten. Verdammt. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Es ist schön hier. Ich bin ewig nicht aus der Stadt rausgekommen. Uiuiui, und das auch noch unbewaffnet. Und willkommen zurück zu unserem Witcher-Spiel. Jawohl. Ja, wir sind zu einem Maskenball eingeladen, in Anführungsstrichen. Aber was mir ja am meisten stinkt, ist, dass ich unbewaffnet bin. Die sind hier zu skeptisch. Na, was ist denn hier los? Mach das nie wieder. Aber er ist ein Baronett. Wo finde ich einen anderen Baronett? Hallo Vivian. Tu nicht so, als ob du mich nicht kennst. Ist das eine Art, einen alten Kumpel zu behandeln? Ihn einfach zu ignorieren? Da liegt ein Irrtum vor. Wir kennen uns nicht. Sei nicht albern, Vivian. Ich würde deine Mähne überall erkennen. Jetzt spielst du wohl die feine Dame. Aber bevor Baron Edward, wie auch immer, dich aus der Gosse gezogen hat, warst du eine gewöhnliche... Schluss jetzt. Die Dame sagt, sie kennt dich nicht. Wer ist das denn? Dein Neuer? Älter als der vorige scheint mir. Ein hinfälliger, bemooster Sack. Je weniger sie können, desto mehr lassen sie wohl springen. Ein bemooster Sack. Wollen wir uns das gefallen lassen? Ach, er will das nicht. Du wolltest es nicht anders. Als bemooster Sack habe ich noch nicht gehört. Kuckuck. Kuckuck. Wir sollten doch keine Aufmerksamkeit erregen. Ach, ist doch nichts passiert. Ich werde Gnade, mir reicht's. Sehr schön. So. In diesen Tagen kann man die Banner Nilfgaards von der Stadt wollen wir mal rein in die Höhle des Löwen. Hoffentlich nimmt OBS auch alles auf. Ich bin ein Kraken! Hurra! Den Kraken muss ich mir mal angucken. Oh ja. Tatsache. Hör auf zu jammern. Bring uns lieber Garnelen und eine Trompete. Du Lumpenproletarier. Moritz, was machst du denn hier? Die kleine Marigold. Na, sowas. Und ich dachte, das hier wäre eine Veranstaltung mit Klasse. Ja, du hast mir auch gefehlt. Aber können wir das jetzt lassen? Kommst du aus Novigrad raus? Du kannst dich uns anschließen, wenn du willst. Triss, dazu sind wir nicht hier. Doch, genau dazu sind wir hier. Nun, Moritz... Mich euch anschließen? Und wer wäre das wohl? Unter anderem deine Freunde. Sobald alle versammelt sind, führe ich euch... Du führst? Vergib mir, Marigold, aber da kann ich mich ja gleich von einer lahmen Ente führen lassen. Mach's gut. Der hat mir nicht gefallen. Warum wolltest du unbedingt mit ihm reden? Er ist ein alter Freund, Moritz Diefenthiel. Ich erzähl dir die Geschichte ein andermal. Okay. Ist der aber blau. Aber ist sehr authentisch alles so dargestellt, ne? Wirklich. Auch hier hat man wieder keine Kosten und Mühen gescheut. So, kommen wir jetzt einfach hier rein? Ja, ne? Ja. Oh, da geht's doch weiter. Sehen wir uns um.
Da ist noch eine Quest. Das zweite Notfall, falls das erste sehr. Ah, ein weiterer Herausforderer. Herr Devanon hat seinen Platz am Tisch gerade erst freigegeben. Unwahrscheinlich, dass er zurückkehrt. Was ist ihm denn passiert? Ein paar gute Männer haben ihn beiseite genommen, damit er sich nicht wehtut. Also spielen wir? Zunächst sollst du gegen Markgraf Wladimir Dekret antreten. Der kann sich das Verlieren leisten. Also dürfte er alles oder nichts spielen. Ach, auf Gewinn habe ich ja nun gar keinen Bock. Mir ist nicht danach. Dir ist nicht nach Gewinnen? Nee, nach Gewinn, nicht Gewinnen. Also ich bin mit dem Gewinn sowieso irgendwie nicht warm geworden. Gregor, hast du Derkov gesehen? Vor ein paar Augenblicken? Oh, Verzeihung. Ich dachte, du wärst mein Freund. Der trägt auch so eine Maske. General Voorhees? Gerald von Riva. Dann lag ich doch nicht ganz falsch. Wie immer ein Vergnügen. Das ist... eine schöne und geheimnisvolle Dame. Sparen wir uns die Formalitäten für später, wenn alle die Masken abnehmen. Das macht doch mehr Spaß, meint ihr nicht? Natürlich, mein Herr. Und jetzt müsst ihr mich entschuldigen. Ich muss rasch Derkov suchen. Euch einen schönen Abend. Sehr freundlich. So. Nee, Gwind, da hab ich keinen Bock drauf. Da guck ich lieber den Feuerschlucker zu. Cool. Wir verbrennen ihn nicht die Schnauze. So. So. Entschuldigt mich kurz. Du bist... ja, ich bin es. Die Forellenkundin. Oh ja, natürlich. Entschuldige die Vorsicht, aber können wir irgendwo allein sprechen? Schade, ich wollte mir lieber die nackte Tänzerin angucken. Aber naja, deshalb sind wir ja nicht hier, ne? Vielen Dank für deine Hilfsbereitschaft. Mein Hausdiener hat schon angekündigt, dass du einen Freund mitbringst. Ich möchte, dass so wenige wie möglich von Alberts Flucht erfahren, aber wenn du diesem Mann traust, wie keinem sonst. Holen wir Albert. Wo ist er? Er unterhält die Gäste. Auf meinen Empfängen ist er stets überaus präsent. Ich wollte keinen Verdacht erregen. Wann können wir ihn wegbringen? Wenn die Gäste so viel getrunken haben, dass sie nur noch die Tabletts mit den Kelchen wahrnehmen. Keine Bange, das geht schnell. Woran erkennen wir ihn? Er trägt eine Panthermaske. Er weiß, dass ihr kommt. Ironischerweise scheint er recht aufgeregt. Ich fürchte, ihm ist nicht klar, in welcher Gefahr er schwebt. Ich sagte ja, besonders helle ist er nicht. Keine Sorge deswegen. Damit passt er zu diversen Magiern. Geralt, wir gehen ihn suchen. Ich warte auf eure Nachricht. Lass uns Albert suchen. Ja, ich wollte noch mal die nackte Tänzerin angucken. Wenn die noch da ist, das finde ich viel interessanter irgendwie. Von einem Rivia regnet es nie, stimmt's? Es schüttet. Ich habe gelesen, dass man von einem einzigen Blick Geschwätze bekommt. Hey. Was für ein schlechter. Das ist doch nicht schlecht, ha? Deshalb sind wir doch bestimmt hier, oder? Triss, was sagst du? Sieht doch gut aus. Für einen Rivia regnet es nie, stimmt's? Achso, ja, Albert mit der Panthermaske. Meine Güte, was für ein Monster. Kann ich die... Die Wegelboots sind die einzigen, die noch wissen, wie man elegant... Ist sie eine Panthermaske? Überaus wahr.
Andere sagen, dass es in Kriegszeiten nicht angebracht ist. Schau, dass man nicht alles vorbringt, um den eigenen Geiz zu entschuldigen. In Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen abhängig. Wirtschaft. Triss, du kannst auch ruhig mal mitsuchen. Das ist Passiflora, die Vorrichtung. Das ist eine Beleidigung der Natur. Weiß die Tempelwache, was da vor sich geht? Psst, die Wache ist voll im Bilde. Und du sagst, der Preis wäre vernünftig? An klaren Tagen kann man die Bande auch nicht schlecht. Stadtmauern aussehen. Bist du immer noch da? Wir lesen, dass man von einem einzigen See auf die Plätze bekommt. Oh Gott, die ist aber eingebildet, ne? Die sieht ein bisschen aus wie so eine böse Barbie-Puppe oder so. Da fand ich die andere besser. Nun? Ja, ich meine, mir gefällt sie schon, aber ich glaube, die andere noch mehr. Ewiges Feuer. Was für ein Monster. Naja, also mittelalterlich sieht die ja nur wirklich nicht aus, ne? So eine eingebildete Gothic-Tussi. Oh, Mutant. Bin schon wieder zu spät zum Abendessen. Mein Mann ist Kurzseher von Europa. Ja. Riebischer Raumtreiber. An klaren Tagen kann man die Banner Nilfgaards von den Stadtmauern aussehen. An klaren Tagen kann man die Banner Nilfgaards von den Stadtmauern aussehen. Genau in die Erde. Oh, Spanferkel. Lecker, lecker. Habe ich auch schon lange nicht mehr gegessen. Das ist kein bisschen besser als der hier. Er könnte sogar schlimmer sein. Gott. Spricht er aus dem Schacht oder was? Oh, eine Wurst. Aber da vergreife ich mich jetzt kaum besser. Wacker, wacker, mein Bester! Das Feuer beschützt. Ach, so eine ewige Feuerbibel, oder? Ich bin ja nicht irgendein seniler alter Geist. Obwohl. Ich bin ein Graf. Also, hab ich Ihnen gesagt? Mach das nie wieder! Wieso denn nicht? Ich bin doch Gast hier. Ich hab ihm heimgeläutet. Oh ja! Hammelkolben. Ich mein's gegeben. Genau in die Eier. Wacker, wacker, mein Bester. Ich bin ja nicht irgendein seniler alter Greis. Ich bin ein Das Graf. Hat gemummelt. Also, ist hier einer mit Patermaske? Gesagt? Zeit, um Rubine zu investieren. Kann nicht. Atmen. Guck mal. Und dann dein kolossaler Knall. Gelaufen. Ich werde ihn rauswerfen. Und? Schon wieder eine Nacht Nichts. Mit dieser Hure. Ich sprang natürlich dran. Meine Güte. Ja? Albert Wegelboot? Nein. Ich bin ein schwarzer Panther. Oh, aber Graf. Deine Mutter schickt uns, Herr Panther. Oh, ihr seid also. Ja, wann können wir das Anwesen verlassen? Ja, Maman sagt, am besten warten wir, bis alle betrunken sind. Außerdem gibt es später Feuerwerk. Das ist eine prima Ablenkung. Wenn es anfängt, schleiche ich mich weg in den Garten. Wir treffen uns dann im Heckenlabyrinth. Wir warten da auf dich. Sehr schön. Aber probiert vorher noch den Fiorano Rosé. Unbedingt. Hoffentlich hat Albert nicht vergessen, wozu das alles gut ist. Willst du draußen warten? Ich habe einen hübschen Platz im Garten gesehen. Wieder Feuerwerk? Nee, noch nicht. Die Hexenjäger werden sich noch um dich kümmern. Das ist in der Passiflora. Das ist eine Beleidigung der Natur. Die Tempelwache, was da vor sich geht. So. Zeit in Rubine zu investieren. Ist der aber blau.
Ist denn die romantische Bank? Wollen wir uns nicht kurz setzen? Ja, aber ich will noch mal gucken, ob hier was ist. Komisch, hier ist nichts. Jedenfalls nichts zum Mitnehmen. Endlich keine Maske mehr. Wenigstens für einen Moment. Tolle Aussicht von hier. Und Wein gibt's auch. Ist das lange her, dass ich zuletzt auf einem Ball oder bei einem Fest war. Was für eine angenehme Abwechslung von der Novigrader Kanalisation. Dann kann ich die Frage jetzt wohl stellen. Ja? Was ist mit dem Magier, den wir vorhin getroffen haben? Ach, Moritz, was willst du wissen? Ich hatte den Eindruck, dass er dich nicht besonders mochte. Ich glaube eher, er würde mich lieber als seinen Schützling sehen und nicht als seine Anführerin. Ja, aber du bist diejenige, die Magier aus Novigrad rausschleust. Manchmal frage ich mich, wie ich die eigentlich alle zusammengebracht habe. Du bist eine charismatische Anführerin. Ganz einfach. Meinst du wirklich? Und ob. Bald nennt man dich die eiserne Marigold. Eine Augenklappe würde dir auch gut stehen. Einen Augenblick lang dachte ich, du meinst es ernst. Natürlich meine ich es ernst. Schau mich an. Ich bin nicht rot geworden. Da kommt wer. Ist das Albert? Nein, ein verirrter Gast. Psst. Sucht sicher seine Geliebte. Wie in dem Elfenmärchen über den Frosch und die Lerche. Inchu, Inchu, Berg, Brogge. Stück für Stück, kleiner Frosch. Psst, gehen wir. Hoffentlich werden die anderen Gäste nicht so schnell betrunken wie ich. Je eher wir hier wegkommen, desto besser. Oh nein, ich will mir erst ihr berühmtes Heckenlabyrinth ansehen. Angeblich sind die Statuen dort komplett. Ganz und gar. Ganz und gar was? Nackt. Los, okay. Geralt! Triss, warte. Auch noch besoffen. Ach, das fehlt noch. Ins Heckenlabyrinth. Na, Hauptsache, da ist keine stinkende Hecke. Geralt, kommst du? Ja, ich bin auf dem Weg. Ja, ja, wir gehen gleich zurück. Aber noch hat niemand bemerkt, dass wir weg sind. Oh. Vorsicht. Marigold, endlich! Wie schade, dass wir uns unter so unangemessenen Umständen treffen müssen. Das kannst du laut sagen. Aber ich bin sicher, das werden wir noch gut machen. Ich muss dir unbedingt meine alchemistischen Rezepte zeigen. Ist dir jemand gefolgt? Ich glaube nicht. Tausch trotzdem zur Sicherheit die Masken. Wir gehen zuerst. Geralt kommt direkt hinterher. In den Ställen warten gesattelte Pferde. Gut, wir treffen uns dort. Eine Viertelstunde später. Wie gut, dass ich das nicht schreiben muss. Ja, finde aus dem Labyrinth heraus. Naja, was soll der Kuss schon, ne? Kyra kann ja nicht mehr eifersüchtig sein.
Und ich habe auch schon gehört und es auch gelesen, dass Kyra wo auch. Albert, du wolltest mir dein Labor zeigen. Albert, da bist du ja, mein Lieber. Hier bist du. Also, wegen dieser Privatvorstellung. Unter anderen Umständen bekämst du das volle Programm. Oh, tut mir leid, ich... Albert Wegelboot? Geh bitte beiseite, Fräulein. Bei uns zählt Adel nicht, junger Graf. Mach keine Zicken, sonst ätzt's was. Ich glaube kaum. Schlag ihn von links! Schlag ihn von links. Oh Mann. Kann ich Gwen einsetzen? Doch, das geht. Natürlich. Ah, hier müssten wir ein bisschen abkühlen, was? Das macht denen aber nicht viel aus, ne? Los, gib's ihm! Du bist so gut wie tot, du Dreckskerl! Oh, da muss ich ein bisschen aufpassen. Denn mal Axi, wa? Axi hat. Joa. Schlag ihn von links. Jetzt bist du da. Oh, ich muss ganz schön aufpassen. Starker Mistkerl. Verdammt. Burns, Motherfucker. Das war knapp. Ich habe gar keine Tränke bei mir. Das ist ja kacke. Das ist ja nicht schön. Hoffentlich kommen nicht noch mehr von diesen Baggerluten. Der richtige Weg wird mir sowieso angezeigt. Auch hier ist ja ein Wegfinder. Ja. Ist ja kein Nintendo-Spiel, ne? Wo sowas eine Quest ist. So. Hoffentlich wird keine Wache misstrauisch. Spurt. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Es ist alles in Ordnung. Ihr solltet allerdings jemanden in den Garten schicken, der aufräumt, bevor da ein Gast vorbeikommt. Ich soll Personal in den Garten schicken? Ja. Ich kümmere mich darum. Und ihr beeilt euch. Alles bereit? Ja, deine Schwerter habe ich schon von der Wache zurück. Und Ingrid hat mir das Geld gegeben. Es ist mehr als erwartet. Viel mehr, um ehrlich zu sein. Ja, wie nett. Wunderbar. Wohin verschwinden wir denn jetzt? Du? Nirgendwohin. Jetzt ist es endlich möglich, sogar wahrscheinlich, dass wir alle Magier aus Novigrad rauskriegen. Du weißt, wo du mich findest, wenn du dich verabschieden willst. Verabschieden? Was am Brunnen passiert ist, wir hätten nicht... Es war meine Schuld, ich weiß. Der Wein war mir zu Kopf gestiegen.
Tut mir leid. Triss, entschuldige dich nicht. Herrin Merigold! Wir müssen los. Ich weiß. Sei vorsichtig. Okay. Und ich habe immer noch die Maske auf. Quest gescheitert. Ja. Was war denn das gewesen, Finne? Triff dich mit Triss. Ja, das schauen wir nochmal, würde ich sagen. Was wir da in der nächsten Folge alles so verbrechen. Ich würde sagen, bis hierhin ist doch genug passiert. Das war doch sehr unterhaltsam gewesen. Ich werde mich mal ein bisschen regenerieren. Ein schönes Bier irgendwo trinken in der Kneipe. Und mal gucken, vielleicht treffe ich die eine oder andere Stripperin noch da vom Brunnen. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt mir gewogen.